Reifenluftdrücke herstellerübergreifend. Spielt keine Rolle, welchen Reifenhersteller du hast, ob Bridgestone, Pirelli, Michelin, Dunlop, King Tire, was auch immer. Natürlich, Disclaimer, speziell für die Rennstrecke. Straßenfahrer können durchaus mal zuhören, weil sie was Neues lernen, aber er ist natürlich speziell für die Rennstrecke. Der Reifenluftdruck erscheint maximal simpel, wie es nur sein kann. Der Hersteller sagt hier, pass auf, Hinterachse 1,6 bar, Vorderachse 2,3 bis 2,5 oder was auch immer. Ja, das ist theoretisch auch simpel. Die Hersteller geben bewusst sogenannte Heißluftdrücke an, also im Sinne von, das ist der Heißluftdruck. So, jetzt ist das Problem allerdings, und da wird es relativ kompliziert, wenn man es genau nehmen will, und vor allem schleichen sich relativ starke Fehler ein, wenn man es nicht genau nimmt. Das heißt, man muss es eigentlich genau nehmen, um Maximum Performance aus einem Reifen rauszuholen. Nicht unbedingt nur Maximum Performance, aber Minimum Verschleiß. Das ist ja irgendwo das Ziel. Und ich lerne viele Leute auf der Rennstrecke kennen, die diverse fahrdynamische Probleme haben oder auch Verschleißprobleme. Und das ist ganz, ganz oft auf die Falschbehandlung von einem Reifen zurückzuführen. In der Regel heizen wir unsere Slicks mit Heizdecken auf, ne? Logischerweise. Und da gibt es verschiedene Heizdecken. Ne? Digital einstellbare, je nachdem wie viel Temperatur können die, von 80 bis 100 Grad oder manche können auch 110 Grad. Manche sind nicht einstellbar, da gibt der Hersteller an, dass sie 80 Grad machen und so weiter und so fort. So, das ist ein bisschen das Problem. Zum einen, was hat der Hersteller an Heizdecke? Was ist wirklich an Temperatur im Reifen? Oder ist die Heizdecke schon älter und liefert vielleicht nicht mehr die Temperatur, die sie mal geliefert hat und so weiter und so fort. Und das spielt alles eine große Rolle, weil umso heißer der Reifen, desto höher der Luftdruck und umgedreht. Und es spielt schon einen großen Unterschied, ob ich jetzt eine Heizdecke nehme, die 80 Grad kann, oder eine Heizdecke nehme, die 100 Grad kann. Und somit habe ich sofort eine Luftdruckdifferenz im Reifen. Wenn ich jetzt beide Luftdrücke kalt gleich eingestellt habe und ich heize eine mit 80 auf und den anderen mit 100, habe ich zwei verschiedene Luftdrücke. So, und jetzt kommt es ein bisschen darauf an, was passiert denn draußen auf der Rennstrecke? Der Hersteller sagt dir, der Reifenhersteller, heiß. Okay, was ist heiß? Sind es 80 Grad, sind es 100 Grad? Du kannst nicht wirklich beeinflussen, wie heiß der Reifen tatsächlich während dem Fahren wird. Weil das ist abhängig von Asphalttemperatur, Streckenführung, hast du Abkühlphasen, weil du lange gerade hast, oder geht's immer links, rechts, links, rechts, links, rechts? Bist du ein 1000er-Fahrer, bist du ein 600er-Fahrer, bist du jemand, der hart beschleunigt, eher weniger beschleunigt, bist du vielleicht noch ein bisschen langsamer, bist du vielleicht schon richtig schnell und so weiter und so fort. Das heißt, es sind massiv viele Einflüsse, die den Reifen mehr auf Temperatur bringen oder eben auch nicht. Und dementsprechend ist die Frage, wenn ich den Reifen auf 80 Grad heiz, halte ich die 80 Grad draußen, kühlt er ab, oder wird er heißer? Das sind diverse Faktoren. So, jetzt wenn dir der Hersteller sagt, okay, heiz die Hinterachse auf 80 Grad heiß und stell 1,6 bar ein. Und du fährst raus bei heißen Sommerbedingungen und du hast 50 Grad Asphalttemperatur und der Reifen wird heißer als diese 80 Grad. Ne? Also durch diesen Spin, den er dann während dem Fahren aufbaut, pumpt sich, man sagt ja, der pumpt sich auf, der Reifen, der wird noch heißer, der kann teilweise auf der Oberfläche bis zu 120, 130 Grad während der Beschleunigung bekommen. Und dann steigt natürlich tendenziell der Luftdruck. So, und jetzt wenn du mit 80 Grad und 1,6 bar Luftdruck rausgefahren bist, dann hast du mal schnell 1,7, 1,8, 1,9, teilweise sogar bis zu 2 bar im Reifen. Und dann bist du prozentual betrachtet weit aus diesem Fenster, das dir der Hersteller gibt, wo du dich aufhalten sollst. Und das ist natürlich ein Problem, weil dann ist das nicht mehr das Einsatzgebiet, wo sich der Reifen aufhalten soll und vor allem, wo er auch funktionieren soll. Somit ändert sich die Auflagefläche, weil sich der Reifen anders bewegt. Er kriegt eine andere Form, das heißt, die Auflagefläche wird teilweise tendenziell geringer. Das heißt, es können sich Aufreißungen zeigen und. Und das ist natürlich ein Thema. Speziell auf der Hinterachse ist eher so, dass der Luftdruck ein bisschen hochgeht und die Temperatur hochgeht und auf der Vorderachse manchmal auch runter. Weil einen Vorderreifen auf 80, 90 Grad zu halten, dazu muss es entweder wahnsinnig heiß sein oder man muss schon richtig, richtig schnell Motorrad fahren können. Also speziell auf der Bremse in die Kurve rein. Und da war es auch bei mir lange so, dass immer vorn so ein Zehntel, eineinhalb Zehntel rausgegangen ist, weil der Reifen ein bisschen abgekühlt ist. Und erst jetzt, seit ich wirklich so in diese Rundenzeiten, wo ich mich gerade bewege, eingetreten bin, kann ich den Reifen vorne auch auf 100 Grad heizen und halt die Temperatur. Aber das ist
noch nicht lange so. Also da gehört schon relativ viel Punch dazu, dass man das hinkriegt. So, und das muss man natürlich beobachten. Und das geht eben nur, wenn man den Ist-Luftdruck beim Fahren kontrolliert. Während dem Fahren, gut, da gibt es Möglichkeiten mit Luftdrucksensoren etc. pp. Das muss aber nicht sein. Es reicht schon, wenn man unmittelbar nach dem Fahren misst. Und das im besten Falle nicht in der Bummelrunde. Also wenn abgewunken wird und du fährst dann da gemütlich die Runde fertig, kommst dann in die Boxengasse, fährst dann ins Fahrerlager, du hast dann einmal gemütlich den Helm runter, dann einmal die Handschuhe und sagst, oh, was machen? Ah ja, genau, Luftdruck. Dann hast du schon 2 Zehntel verloren. Das ist eigentlich dann schon für die Katz. Ich mache mir das teilweise so, wenn ich allein unterwegs bin, dass ich mir einen Luftdruck prüfe. Alle Teile, die ich zeige, verlinke ich unter der Beschreibung. In die Boxengasse lege. Na, ich lege mir den irgendwo in die Boxengasse an die Mauer dran und komm auch mal während dem Stint rein. Und komm rein, lehne mir das Motorrad an die Mauer und kontrolliere meinen Luftdruck. Einfach mal so, um zu sehen, wo bin ich denn? Wo halte ich mich denn auf? Und das versuche ich wirklich bis zur Boxeneinfahrt wirklich am Kabel zu sehen, um realistische Angaben des Luftdrucks zu haben. Und das ist eigentlich die einzige Variante, die funktioniert. So, und das Ganze ist natürlich auch ein bisschen schwierig, weil man oft keinen Bezug hat. Und wir haben uns da auch gedacht, okay, was können wir da machen? Das Thema Reifenverkauf auf der Rennstrecke. Oftmals sind da zwar motivierte Mechaniker und so oder Verkäufer, aber so den Background und die Begleitung haben sie nicht. Und deswegen haben wir eigentlich jetzt unseren Online-Shop ins Leben gerufen mit den Michelin-Reifen. Und mir geht es nicht darum, wir haben jetzt hier 300 Michelin-Reifen. Mir geht es aber nicht darum, da Masse zu verkaufen, sondern eigentlich hochqualitativen Support anzubieten. Also sprich, den Reifen verkaufen, ja, aber den Kunden eigentlich auf der Rennstrecke damit begleiten. Weil es gibt immer viele Fragen, auch währenddessen, okay, welche Mischung soll ich denn jetzt fahren? Auf welcher Rennstrecke bist du denn? Okay, auf der Rennstrecke funktioniert die Mischung besser als wie die und da würde ich den Luftdruck empfehlen, bla 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 bla. Abhängig vom Speed, Motorrad, Fahrergewicht. Und so viele Faktoren. Das kannst du eigentlich gar nicht alles irgendwie auf einen Zettel schreiben. Und deswegen tun sich die normalen Online-Shops auch wahnsinnig schwer und auch die Hersteller schwer, alle Informationen, die sie haben, da reinzuschreiben. Aber genau aus dem Grund hat Michelin mich engagiert und auch den Tomeka, damit wir kommunizieren und Maximum Performance aus dem Reifen rausholen. Und das ist möglich, das habe ich bewiesen. Und damit muss man sich beschäftigen. Und ich will diesen Support oder dieses Wissen will ich an euch weitergeben. Und deswegen, wenn ihr bei uns im Online-Shop Michelin-Reifen bestellt, dann kriegt ihr einen vollen Support und könnt mich am Sonntag um 3 Uhr früh anrufen, wenn es sein muss. Wenn ihr auf der Rennstrecke seid. Also, Werbung Ende. Jetzt angenommen, du hast schon eine Auskühlrunde, fährst dann ins Fahrerlager und hast dann 1,6 Bar drin und sagst, wow, super, 1,6, das ist, was der Hersteller sagt. Dann hast du draußen auf der Strecke aber zu viel. Weil es ist der Moment entscheidend, wo du am Kabel ziehst. Also in dem Moment, wo du aus der Kurve raus beschleunigst. Und wenn du nach 2 Minuten noch 1,6 Bar hast, dann hast du da draußen 1,8, 1,9 gehabt, vielleicht ein bisschen weniger, je nachdem, wie viel Luftfeuchtigkeit ist im Reifen drin. Dementsprechend ändert sich die Ausdehnung und so weiter. Das könnte man jetzt vertiefen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Müssen wir nicht, aber einfach, dass man es beachtet hat. Speziell auch haben wir oft den Fall, dass Heizdecken, wenn ein Fahrer schon sehr schnell ist und es heiß ist und die Heizdecke von Haus aus nur 80 Grad kann oder vielleicht auch nur noch 80 Grad kann, weil sie schon alt ist, dann ist das Problem auch oft. Dann kann man natürlich hergehen und sagen, okay, ich kompensiere das. Ich fahre halt dann mit 1,4 Bar los, damit ich mit 1,6 Bar reinkomme. Ja, das muss ich zum Beispiel machen, obwohl ich den Reifen auf 100 Grad hinten aufheize. Da ist aber Vorsicht geboten, weil alles unter 1,4 an der Hinterhand, das kann dann schon so in so Sachen wie Topracke, Most enden, dass halt der Reifen sich von der Felge zieht. Und das wollen wir alle nicht. Ne? Von dem her auf jeden Fall niemals unter 1,4 rausfahren. Das ist so Break-Even, je nach Hersteller. Also würde ich auf jeden Fall nicht empfehlen, muss man auch wirklich bedenken. Im besten Fall more temperature. Ne? Also wenn du mit Reifentechniker zusammenarbeitest, die sagen immer more heat. Und da gibt es verschiedene Varianten. Entweder du tust einen Windbreaker drauf oder Renngrip hat jetzt zum Beispiel die neuen Heizdecken, die Superbike Evo Digital Plus. Die haben hier jetzt auch so eine Felgenbettheizung. Was heißt Heizung? Ja, es geht halt in die Felge rein, damit du die Temperatur nicht verlierst. Apropos Temperatur verlieren, fällt mir gerade noch ein, auch Heizperiode, also wie lange soll die Heizdecke drauf sein? Der Hersteller sagt oft eine Stunde, 45 Minuten. Meine Erfahrung nach reicht das nicht. Ich heize die Reifen immer 1,5 Stunden Minimum, im besten Fall 2. Das hat den Hintergrund, weil ich möchte auch, dass die Felge richtig heiß ist. Weil wenn ich dann rausfahre, dann kriege ich nochmal mehr Temperatur und wenn dann die Felge erst heiß wird, dann bäumt sich der Reifen wieder auf und ich habe wieder zu viel Luftdruck drin. Das heißt, ich heize Minimum 1,5 Stunden und das
nächste Problem, was hin und wieder auch der Fall ist, wenn man den Reifen gerade frisch vom Montieren bekommen hat oder so, und dann pumpen die meist schön auf, dass die schön sitzen im Felgenbett drin, haben dann 3 Bar drin und du heizt 1,5 Stunden auf und stellst dann 5 Minuten vorm Rausfahren fest, ach, ich muss noch Luftdruck machen, lässt runter auf 1,5, 1,6 meinetwegen. Und hast aber dann das Problem, dass der Reifen noch so eine gewisse Eigendynamik durch das Aufpumpen entwickelt und zieht sich weiter zusammen. Und wenn sich der Reifen weiter zusammenzieht, dann steigt der Druck wieder an. Und deswegen musst du den Luftdruck begleiten. Und das mache ich von Anfang an. Das heißt, ich stecke die Heizdecke an und messe. Okay, 1,4, alles klar. Halbe Stunde später, okay, jetzt habe ich 1,7 drin. Okay, wieder runter auf 1,5. Das heißt, ich versuche, dass der nie in Richtung 2 Bar geht, sondern ich halte den immer da in dem Bereich, wo er sein soll. Das heißt, ich begleite den Luftdruck über seine Reifenheizperiode, damit der immer konstant gleich ist. Und dann in Verbindung mit welchem Luftdruck komme ich rein, das kontrolliere ich dann. So, und jetzt, wenn ich zum Beispiel mit 1,4 rausfahre und komme mit 1,6 unmittelbar rein, dann passt das perfekt. Okay, unmittelbar. Wenn ich jetzt aber mit 1,5 reinkomme, dann ist fast ein bisschen wenig, okay, dann fahre ich mit 1,5 raus, dann hebe ich den Luftdruck ein Zehntel an auf der Heizdecke. Wenn ich mit 1,6 rausfahre und unmittelbar noch mit 1,6 reinkomme, perfekt. Wenn ich aber mit zu viel reinkomme und bin aber schon mit 1,4 rausgefahren, dann muss ich versuchen, mehr Temperatur in die Heizdecke zu kriegen. Also brauche ich Heizdecken, die mehr Power haben, die zum Beispiel können bis 100 Grad, kann man digital einstellen, oder die Capit, die können auch bis zu 110. Und wenn ich zum Beispiel jetzt einen richtigen Sprintrennreifen drin habe, einen Qualifier oder fürs Rennen, dann heize ich teilweise bis 110 Grad. Und muss mit 110 Grad dann mit 1,5 rausfahren, damit ich mit 1,6 draußen fahre. Das heißt, der Reifen wird noch heißer als diese 110 Grad. Dann muss man immer bedenken, diese 100 oder 110 oder was die Heizdecke sagt, das ist die Oberflächentemperatur. Das ist das, was du am Reifen, was die Heizdecke hier am Reifen mit dem Thermostat misst. Der Reifen hat aber auch eine Karkassentemperatur, sprich das, was du in der Karkasse im Reifen drin hast, ist eher für den Luftdruck entscheidend als wie die Oberfläche. Das heißt, die Oberfläche, die heizt schnell auf, kühlt aber auch wieder schnell ab. Das, was in der Karkasse und in der Felge drin ist, das ist das, was den Luftdruck eigentlich verursacht. Und deswegen ist es auch so wichtig, die Heizdecke lang drauf zu haben, die Heizphase so lang als möglich zu haben. 1,5 bis 2 Stunden empfehle ich, habe meine Erfahrung gezeigt, damit der Reifen auch wirklich durchgebacken ist und nicht nur die Oberfläche heiß ist. Die Oberfläche ist schnell auf 100 Grad. Es geht relativ schnell. Aber es kommt davon, was ist innen drin der Fall. So, und wenn man diese ein paar Sachen so ein bisschen beherzigt und auch wirklich drüber nachdenkt, Leute, ich sehe immer wieder den Fall, es gibt ja schon die ein oder anderen Videos, wo diese Informationen schon alle drinstecken, bloß man hört da oft drüber hinweg, weil man vielleicht nicht bewusst zugehört hat oder so. Und es gibt ganz viele Konfrontationen auf der Rennstrecke, wo Reifenprobleme sind, ne? Also Reifen reißt auf, kann viele andere Probleme haben, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber es ist oft so eine Kleinigkeit und es ist oft nur so ein Thema Luftdruck, da wo man sich einfach mal damit auseinandersetzen muss. Das kann jeder. Jeder kann sich so ein Luftdruckmesser kaufen, jeder kann sich ein Lasergerät von Renngrip kaufen für die Temperatur, ne? Wo drin steht, Asphalt hat 50 Grad. Jeder hat eine Heizdecke, braucht er sowieso, ist sowieso alternativlos. Und so ein bisschen Wissen, so ein Hintergrundwissen und dann ein bisschen Fleiß. Es ist auch nicht so, dass man das den ganzen Tag machen muss, aber so einfach mal sich damit beschäftigen, das ist nicht ohne. Damit kann man wirklich massiv Performance gewinnen, Verschleiß reduzieren und somit auch Geld sparen, weil der Reifen vielleicht länger hält, als er sonst gehalten hätte. Von dem her soll es das für mich gewesen sein. Würde mich freuen, wenn ihr eure Erfahrung über das Thema Reifen in die Kommentare schreibt, eure Fragen auch gerne dazu. Abonniert auch gerne den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, viele Grüße und tschüss.